Man muss in einem Dorf irgendwie, warte, 16 Villager und 21 Türen haben. Dann spawnt das Eisengolem. Und das kann man für eine Farm benutzen. Und dann wird das Eisengolem getötet. Du kriegst halt Eisen und Rosen. Und wenn der halt tot ist, oh Gott, das war mein Handy. Hat man nicht gehört. Gut, und wenn der tot ist, dann spawnt halt wieder ein neuer. Und so fängt es halt immer wieder von vorne an. Und umso mehr Villager halt später dann in dieser Farm leben, umso mehr Golems sind dann halt auch da. Oh, ja, muss man okay. halt mal ausprobieren. Aber das ist dann halt sehr kompliziert und schon ein bisschen mit Cheaten verbunden. Ja, also wenn, dann würde ich das sowieso erst ans Ende vom Let's Play setzen. Ende. Ja, oder hey, halt wieder. Erst später machen. Das Ende, ja. Das noch nicht in Sicht ist. Aber haut der Iron Golem nicht ab oder in welchem Bereich bleibt der? Der bleibt eigentlich da, also wir müssten den ja eh dann, wenn nur einsperren. Ja, das ist ja eine tolle Wurst. Nein, warum müssen wir ihn einsperren? Der muss jetzt verteidigen und die ganzen Tiere beschützen. Ich verstehe nicht. Ach, die Schafe können. Ich weiß, warum die Schweine ausbrechen können, wegen den Weins. Wegen? Den Wein. Aha. Die Ranken. Ja, gut, dann sollten wir die vielleicht mal wegmachen. Ich wette, das mache ich jetzt mal kurz. Dafür fliege ich mal hier kurz nach oben. Nein, die Weins abbauen. Der baut. Der, okay. So. So können die nicht mehr raus. Brumm, 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 brumm. Töte mal einfach die Schweine. Töte sie einfach. Dumme Pute, aua. So, jetzt kommt er nicht mehr raus. Jo. Ich hab noch ein paar Eier, die werbe ich nochmal. Wo soll ich die Schneebälle eigentlich hin tun? Du fliehst hier in die Kisten rein zu der Hühnerfarm. Okay. Ja, noch ein Huhn raus. Guck mal, wie viele Eier hier schon wieder liegen. Ist ja effektiver als die Legebatterie, die wir hatten. Ja, wahrscheinlich, weil sie in freier Natur leben. Oh, dann kann man. Ja, kam jetzt eins raus mit 5 Eiern. Naja, jetzt noch eins. Hühnerliebe. Heirate deine Putenbrust. Ich hab hier noch 4 Eier. Ja, wer fährt? Ah, da? Eins ist rausgekommen. Ist gut. Und noch eins. Wie die kleinen Hühner, die alle hinterher rennen. Mhm. Gack, gack, gack. So. Iron Golem, Iron Golem. Passt so. Ich tue mal ein Pumpkin vom Dach. Was vom Dach? Ja, vom Dach. Du weißt, wo die Melonenfarm ist und die Pumpkinfarm. Na gut, ich würde sagen, ich glaube, wir haben dann das auch wieder eine Stunde oder so dann, oder? Ich weiß nicht. Hinkommen, ich weiß nicht, ich stelle mir nicht den Timer oder so. Dann reicht es aber noch nicht. Wann haben wir angefangen? 11 Uhr noch was? Ja doch, ich habe noch 4 Parts extra. Achso, du hattest gesagt, du hast keine Parts mehr. Ja, nur noch 4 Parts und ich lade halt immer mit dieser geplanten Funktion für eine Woche hoch. Achso. Das ist praktisch, da kommt immer alles schön pünktlich, wie es sein soll. Ja, eben. Solange man die Videos hat. Ja, solange man eben die Videos hat. Ja, eben. Aber das ist ja halt das geringste Problem. So. Ah, da. Na gut, dann. Ja, wo wollen wir uns verabschieden? Augenblick, ja, gleich, klar. Ja, ja. Das. Kevin, bei der Hühnerknechtfarm. Wo? Was? Wo? Bei der Hühnerknechtfarm vielleicht? Bei der Hühnerknechtfarm. Bei der halbe Hahn. Genau, halbe Hahn. Warum höre ich hier eigentlich Zombies? Aua. Ist echt krank, wie viel Eier die Viecher schon wieder produziert haben. Iron Golem. Halbe Hahn! Bock, bock, bock. So, juhu, Golem ist da, Golem-Zeit. So, hey, wo ist Golem? Verteidige das Dorf, Tadeus. Ah, Alter, wie viel Eisen hast du dafür jetzt gebraucht?
Warte, was waren das? Das müsste ein halber Stack gewesen sein. Hey Mongo! Mongo, ey! Hey Mongo, Junge! Wie jetzt alle den scheiß Golem anmachen. Ich nicht, ich steh nur neben dran und guck zu. Solange der hier im Dorf bleibt, ist alles okay, nicht dass er auf einmal abhaut. Das macht er irgendwann mal, irgendwann ist er weg. Dann cheaten wir uns einen neuen. Also das nicht, das ist dann. Ich weiß nicht, also. Ich glaube, der bleibt nur in dem Dorf, wenn hier NPCs wohnen und 21 Türen. Nein, der ist auf dich getamed. Also der ist auf mich getamed jetzt. Nur normaler, der im Dorf spawnt, der aggressiv ist. Weil den kannst du angreifen, wie du willst. Der greift dich nie an. Der hier. Ja. Okay, ja. Ich merk's. Sorry, Bro, ich streichel dir deine Nase. Man kann ihn nur reparieren mit Eis. Wie süß er mich anguckt hier. Nein, weil der bleibt da halt für immer da, nur sind halt friedlich. Wenn du den getamed hast, mach mal einen Rechtsklick, vielleicht setzt er sich ja hin. Nein. Stell dir's mal vor. Den kann ich am Thumbnail machen, dann stellen wir uns alle vor den Iron Golem, er mit den Armen. Können wir. Ja, aber das mache ich dann später, wenn wir dann die Aufnahme beendet hatten. Ich will mal Time Night machen, vielleicht wenn ein paar Viecher spawnen, dass er uns mal ein bisschen Action zeigen kann. Action Olum. Dieses schwerfällige Schnaufen von diesem Golem, ey. Das sind die Kühe. Die wo so machen, das sind die Kühe. Komm Zombie, komm her. Ich brauche das Testobjekt. Ja, komm erstmal her, du scheiß Golem. Warte, nein, der folgt eigentlich niemanden. Hier, ich wollte Zombie. Ah ja. Ah, jetzt fängt er hier an. Quatsch. Alter, zweimal hochgeworfen, der Zombie ist weg. Na, ja, ist schon. Also, dann soll er jetzt da verteidigen. Gut, dann können wir uns ja verabschieden. Irgendwo. Verabschieden wir uns vielleicht an der Hühnerfarm. Okay, machen wir da. Oh, da ist eine Spinni. Warte, Iron Golem. Nein, Kevin, Eiling. Ja, zu spät. Ups. Meine Schuld. Ah, nochmal eine Spinne. Nein, ach, jetzt wollt ihr den hässlichen Golem damit ärgern. Er hat ihn schon gesehen. Zack, einmal hoch und weg. Einmal hoch und weg, zack. Vielleicht, also wenn der nicht abhaut, können wir uns ja hier mehrere Eisengolems hinstellen. Wir wollen da eh eine Burgmauer irgendwann hier drum ziehen und dann kann man mehrere Golems reinmachen. Ja, wir haben das irgendwann mal bei uns im LPT gemacht, irgendwann war der weg. Ja, wir machen halt eine Mauer rum und dann kann er nicht mehr abhauen. Ja, eben, bauen wir hier irgendwann mal eine Stone-Mauer hin. Dann kann auch in jedem Gehege einer stehen. Dann sind zwischen den Viechern keine Dinger mehr. Ja, ich meine, Eisen haben wir ja hier noch. Ja, aber so viel verschwenden wir auch nicht. Was jetzt so noch fehlen würde, dass man Eisen-Golems paaren könnte. Ja, sicher. Wir machen die Liebe mit ihren Armen. Schmeißen sich so gegenseitig hoch. Na gut, dann verabschieden wir uns von hier. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Project KLP und... X-White. The Cake of the Gamer. Ciao, Leute. Der schwerfällig ist. Tschüss.